Hallöchen und Fing und willkommen zu einer weiteren Folge Early sucht den Super-Varo-Partner. Heute habe ich mir einen speziellen Partner ausgesucht und zwar den Musician. Hallo. Guten Tag. Musician hat keine Ahnung von Minecraft, er hat beziehungsweise keine Ahnung von Bad Wars, hat er noch nie gespielt. Ich habe ihm das eben kurz in einer 1 vs 1 Runde grob erklärt, was so hier Sache ist, was wir machen müssen. Vor allem, dass wir unser Bett beschützen müssen, das ist ja das Allerwichtigste. Und jetzt wollen wir mal gucken, was Mu so PvP-mäßig drauf hat. Komplett gar nichts eigentlich. Kriegen wir hin. Gute Voraussetzung. So, vom Bauen her bin ich immer total mit dabei. Ich baue total gerne Zeug, aber so PvP bin ich halt richtig, richtig fies, schlecht eigentlich. Wir versuchen das. Wir kriegen das schon hin. Das kann nur schief gehen. Ich bin auch überzeugt, dass das wundervoll wird gleich. Also das kann nur gut werden. So, ich baue jetzt gleich schon mal direkt rüber. Für den anderen. Kannst du während der Zeit einen kleinen Tick ausrüsten. Ich noch ein bisschen Rüstung mit. Weil ich gut unterwegs bin. So. Blöcke und rüber. Ich hoffe, die sind jetzt nicht schon in der Mitte. Wäre ein wenig blöd. Oh Gott, die sind schon in der Mitte. Die sind schnell. Die sind sehr schnell. Aber das soll uns nicht jucken. Das kriegen wir hin. Die letzte Folge ESDS, die war ja so. Naja, ursprünglich wollten wir ja Survival Games spielen. Aber Madame hat ja dann ein Einhorn gefunden. Und damit hat sie die Sache auch erledigt gehabt. Solltet ihr auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, wenn ihr die nicht gesehen habt. Und auch die erste Folge mit Nico mit dem Schlappopanda, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Die war genial. Ich habe mir nämlich auch schon überlegt. Ja, was? Was soll ich denn jetzt am besten noch machen? Irgendwie. Wenn du dich irgendwie ausrüstest, ein Schwert holst. Schwert gibt's vorne am Eingang von dem Häuschen. Da kannst du dir Eisen holen. Dann kannst du ein Schwert holen und dann am besten mit hier. Oh Gott. Hopp. Du fliegst. Scheiße, er hat mich gekillt. Ich habe ihn nach runter geschlagen. Und dann einfach rein in die Mitte. Und Rufschlag. Okay. Nicht vergessen, wenn du stirbst, sind auch deine Sachen weg, die du dabei hast. Ja, da habe ich nicht viel dabei eigentlich. Deswegen nie irgendwie teure Sachen mitnehmen oder so. Geh jetzt einfach nochmal mit dem Flippel rüber und bau mal eben unser Bett dicht. Wo irgendwie auf die Idee kommt, das zu machen. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, wie ich das machen werde mit dem Finale. Denn ich möchte auch ein Finale machen, wo wir alle Mitspieler, die in der zweiten Runde sind, nochmal zu einem Special-Spiel einlade und wir dann mal gucken, wer denn da doch als Gewinner hervorgeht. Und ach, hier hinten musst du hoch und da ist das Bett, oder was? Ich sehe mich eigentlich schon als Gewinner, deswegen ist das total unnötig, dass du das jetzt eigentlich doch machst. Ach so, du sagst, okay, das ist natürlich, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin komplett... Als ich es zu Ende gesprochen habe, habe ich mir selber auch nicht mehr geglaubt. Also von daher ist das schon total in Ordnung. Das ist immer eine sehr gute Voraussetzung. Weißt du, wo unser Bett ist? Ist das nicht da oben irgendwo? Also ich dachte mir, es muss wahrscheinlich oben irgendwo sein, weil hier ist es ja nirgends. Wie kommt man denn da hoch? Das weiß ich nicht. Ich wollte unser Bett nur bauen. Komme ich jetzt nochmal rüber, ob es da wirklich ist. Ach, hier oben ist es. Wie kommst du denn hier hoch? Da musst du die da oben bei diesem pinken Ding, oder? Ja, hier oben, direkt hier, wo ich jetzt gerade stehe. Ja, das dachte ich mir eben gerade auch schon. Und dachte mir so, was ist das denn für ein Quatsch, wo das da hin ist? Ich baue da mal eben hier komplett dicht, damit keiner auf die Idee kommt. Mach mal. So schnell kommt hier keiner rein, das lasse ich nicht zu. Oh, okay. Team Gelb ist schon tot. Ja, das ging schnell, ne? Aber das soll uns nicht stören. Machen wir jetzt auf Socken nur mit einem Knüppel und ein bisschen Eisen. Ach, Essen brauche ich noch, Idiot. So, ich könnte irgendwie meine Rüstung gebrauchen, weil irgendwie finde ich keine oder bin ich einfach blöd. Musst du kaufen. Ich gehe mal wieder in die Mitte hier über den Weg und versuche mal ein bisschen höher zu kommen. Ja, warten wir mal ab. Einer im Blauer ist hier in der Mitte, ich habe natürlich keine Waffe. Oh Gott, der hat ein Schwert, oh Gott, ich bin tot. Na, kommt er jetzt oder nicht? Ich bin hinter dir, komplett ausgerüstet. Das ist gut, ich bin komplett gar nicht ausgerüstet. Versuchen wir hier irgendwie ein bisschen Gold. Ist hier überhaupt. Wo ist das Gold? Gold? Ach, da oben spawnt das. Okay. Er verprügelt mich. Verprügelt ihn. Ja. Ich bin dabei. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich schlage ihn. Präsent. Ich schlage ihn doch auch. Nein. Ach, Gott. Scheiße. Der schummelt. Der benutzt. Wahrscheinlich. Game Cheat, Mann. Das weiß ich. Ich habe das erkannt. Der Musician, der Minecraft Cheat Experte. Ja. Natürlich. Ich selber als jemand, der gerne cheatet und keine Angst davor hat, erkennt das sofort, wenn andere Leute ebenfalls cheaten und der cheatet offensichtlich. So richtig hart. Ein Glück haben wir dich dabei. Das dachte ich mir.
Rüstung, Rüstung ziehe ich mir jetzt an. Kommt da einer? Nein, wunderschön. Ich kenne jetzt noch ein Schwert, habe ich auch schon. Knüppel brauche ich noch. Ich gehe da jetzt voll gerüstet rüber. Ich habe die Schnauze voll jetzt. Das kann ich nachvollziehen. Das machen die nicht mit uns. So, ein paar Blöcke. Ja, jetzt habe ich mir einfach 1000 Lederhosen gekauft. Das ist eine geile Idee. Vielleicht kann ich ihn mit Lederhosen zuschmeißen. Vielleicht ist er davon beeindruckt. Entweder er ist beeindruckt oder hat so die Schnauze voll, dass er sich einfach selbst umbringt. Das fände ich gut. Hätte ich nichts gegen. Ich bin wieder in der Mitte, da kommt ein Blauer. Geh weg! Da kommt der Grüne wieder! Ich mit 90 Lederhosen komme und werde dich... Ich hab Gold. Ich hab total unterstützen. Sie haben nur 3 Gold bekommen. Ah ja, die Pickaxe darfst du auch nicht vergessen. Mit der Pickaxe kannst du mir die Blöcke abbauen. Was ist denn hier oben? Den Roter? Ah ne, das bist du. Ich wollte gerade sagen, was... Da ist ein Gegner, aber das bist du. Nee, das bin nur ich. Ich bin nicht so spektakulär eigentlich. Ah, nicht so bescheiden. Bin ich auch einfach komplett runtergefallen, ne? Bist du gerade... Ah, du bist hier. Oh, hier ist Gold. Das habe ich jetzt einfach mal alles eingesammelt. Jetzt habe ich Angst und lauf wieder zurück. Gute Idee. Ich schließe mich dem gleich an. Ich habe 5 Gold dabei, falls du was haben möchtest. 5 Gold? Gib mir gerne ab. Achso, dann hast du Angst, dann brauche ich gar nicht warten. Komm. Oh, pass auf, hinter dir kommt einer. Na, nein! Oh, verprügel ihn! Ich komme! Ah! Lass ihn die runterschlagen von ihm, lebst du? Oh, perfekt. Perfekt. Ah. Schmeiß mir mal ein Gold hin. Perfekt, dann kann ich nämlich... Wo ist es da? Kann ich mir nämlich einen Bogen holen? Und dann reißen wir da auf jeden Fall noch was. Zip, 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 zip. Ein paar Lederhosen loswerden hier. Oh, die nehme ich einfach alle mit. So, Freunde. Wer will jetzt hier? Beef. So, Bogen hat unendlich viele Dings, ja, oder? Mit dem Bogen okay, bist du, hast du unendlich viel. Du brauchst ein Gold für ein Dingens. Und für ein Pfeil und 3 Gold für den Bogen. Oh, jetzt habe ich schon 10 Gold. Aufregend. Jetzt kann ich mir noch einen besseren Bogen holen. Und ist ein Gegner. Großer Fehler, mein Freund. Großer Fehler. Freunde, was wird das? Ich habe keine Chance. Aber ich sehe schon, das passt. Das passt. Also ich sehe schon, wir haben einen Hauch einer Chance. Das ist sehr gut, hoffe ich. Fuck. Mu, ich komme. Ich habe nur ein halbes Herz. Schieß sie ab. Gleich. Versuch's doch. Laufe. Ah. Ich bin tot. Ich hatte 10 Gold dabei. Scheiße. Da. Ich rücke vor. Das lasse ich nicht mit mir machen. Der Typ hat mich getötet. Der Blaue mit dem Bogen. Der sieht mich nicht kommen. Kann ich die nicht auch von hier hinten irgendwie treffen, dass ich da rüber schieße und sie dann einfach von dem Ding. Ich habe ihn in den Tisch geschlagen. Ja. Was kannst du? Du kannst sie von überall anschießen, ja. Das ist sehr cool. Hör auf, da kommt einer, glaube ich. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich zieh wieder in die Mitte. Ich bin dein Backup hier hinten. Ich treffe alles. Ich sehe schon, das wird was. Das wird was. Ja, komm. Und tschüss! Nein! Nicht ihr beide gleichzeitig. Kaum noch er weg. Ich hatte nichts dabei. Ich sollte nicht währenddessen Schokoladenpudding essen. Es ist sehr lecker, aber... Ach, das kann man mal machen. Unvorteilhaft. Okay, hier ist ganz viel Gold. Kann ich dich eigentlich auch treffen? Nein. Sehr schön. Pass auf, da kommen welche. Der ist runtergefallen. Hoffe, dass sie den hier erwischen. Oh, Mu, lauf. Mu, lass ihn nicht treffen. Lauf, bevor er dich schlägt. Nicht rückwärts laufen! Umdrehen! Ich bin total gut, Mann! Was? Hast du ihn runtergeschlagen oder hast du runtergelaufen? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist einfach total perplex runtergefallen, weil er nicht erwartet hat, dass jemand so wundervoll nach hinten laufen kann. Ja, definitiv. Also, das ist natürlich auch eine Kunst. Das muss man erstmal drauf haben. Ne? Oh, was viele ja nicht wissen, ich habe ja mal vor 20 Jahren in einem Zirkus gearbeitet. Wirklich? Nein. Ich wollte mal sagen. Aber schön wär's gewesen. Da kommt doch keiner. Das wird wegkommen. Bei dir geht eng ein Motorrad ab? Ja, das kann sein. Ist eine ziemlich gefährliche Gegend hier. Oh, Hannover ist gefährlich. Total. Was brauch ich da noch? Eine Pickaxe. Ein Knüppel. Kann ich mich nicht so total geheim einfach von hier schräg zu den anderen hinbauen? Das wäre voll lustig. Du könntest guck mal, das macht sogar einer. Könntest du natürlich versuchen, das klappt manchmal.
wenn dich keiner sieht. Was mal noch eine Kiste. Ach, da baut sich einer zu uns. Ja, da baut sich gerade einer zu uns, weil ich mir so dachte, hey, das ist doch total intelligent, wenn das klappen würde. Und ich schieße den einfach mal ab. Mach das. Ich gehe jetzt wieder in die Mitte. Ich bin voll ausgerüstet. Mach mal. Er baut sich halt auch gerade einfach zu. Du brauchst nur einmal treffen, dann warst du ihn. Ich habe ihn schon einmal getroffen. Aber das war es dann irgendwie noch nicht für ihn. Wenn er jetzt... So. Alter, das ist doch nicht wahr. Kommt da einer? Okay, ich gehe in die Mitte. Ja, da kommt keiner. Ich hoffe, der hat jetzt keinen Bogen. Jetzt ist er gestorben. So, es geschieht ihm recht. Ich baue mal kurz unseren Weg ab und baue den neu, damit wir hier bessere Möglichkeiten haben, da hinzukommen. Muss ich mir jetzt mal langsam was zu essen kaufen. Ich sterbe halt auch einfach die ganze Zeit schon, weil ich nichts zu essen habe. Der ist natürlich nicht gut. Nee, irgendwie nicht so ganz. Los, greif sie an. Los! Arbeitet was? Für mich. Also, der Typ hier. Ach so. Der ist ein Gegner. Und der versteckt sich vor den anderen Gegnern. Kann ich mich auch irgendwie wieder heilen, wenn ich Herzen verloren habe? Ja, du musst was essen. Okay. Dann heilt sie. Ah, okay, ich sehe, es heilt sich von alleine. Sehr schön. Muss halt auf seine Hungerleiste achten und wenn die leer geht, er wird essen. Aufregend. So. Schlag ihn runter, los! Oh, ups, Entschuldigung, jetzt hab ich ihn gekillt. So, ich baue mir jetzt rüber. Ich habe Hoffnung, dass es das wird. Oh, hier liegt Gold. Perfekt. So, die Frage ist, jetzt komm nochmal mit dem Gold, was ich jetzt hier hab. Ich warte nochmal einmal und dann komme ich zurück und dann greifen wir an hier, dann mach ich mal was. Okay. Ich weitergehen auf Ewigkeiten so. Bevor sie hier alle verbunkern oder so. Wollen wir ja auch nicht. Freund nicht mit mir, was wird das? Verdammt, den hätte ich fast getroffen. Da. Was war der denn hier? Der klaut meine Sachen! Was? Die waren grüner, der kam her und wollte meine Sachen klauen. Ich glaube, es hackt bei dem. Der Sack. So, komm, nochmal Gold, dropp nochmal und dann... Ich möchte einmal in meinem Leben so einen Typen treffen, während er darüber läuft. Das fände ich total lustig, aber irgendwie passiert das nie. Naja. Verpisst euch alle! Nein! Scheiße! Oh Mann! Oh nö, ich hätte da nicht warten dürfen. Es kam zu viele und die haben mich... Oh Mann! Oh nein. Ich bin unterwegs. Jetzt nee. Freundchen, jetzt komm alles her. Vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt greife ich an hier. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt drück ich. Jetzt baut er die Mitte zu. Der Pisser. Danke. Oh. Düt. Ich bin sofort bei dir. Ich bin bei dir. Oh, Hosen. Danke. Ja, ich habe da noch ein paar. Ich bewerf sie jetzt einmal mit Hosen. Mach das, vielleicht klappt's ja. Ich hab die Hoffnung. Hier, Hosen. Oh, scheiße. Nein, er will keine Hosen. Nein. Nee, verdammt. Mensch. Ich war so sicher, dass sie vielleicht mit Hosen sich ein bisschen totschlagen ließen, aber vielleicht machen sie sich nicht. Ja dann einfach in die Hose. Es tut mir leid, der war zu schlecht. Hör auf, ihn zu schlagen. Oh, hier, Gold. Ich sammle alles ein, damit du nichts mehr kriegst. Gehst du gerade in die Mitte hier? Ich begleite dich. Ob der Typ ist stark da in der Mitte. Es laggte gerade einfach mal. Ich war fast tot, dann war ich wieder da und jetzt bin ich komplett gestorben. Oh. Ich habe mir jetzt einfach nur einen Knüppel, um was zu essen und gehe wieder rüber. Ne, eine Pickaxe übernehme ich mir. Knüppel. Ja, ich glaube, so eine Axt ist gar nicht so doof. Ja, aber zum Abbauen. Schwert ist zwar besser, aber eine Axt macht halt auf Schaden. So. Da. Keine Ahnung, brauchen wir Blöcke. Freundchen, du warst gerade am Kämpfen. Warum hast du jetzt... Oh, Mensch. Was passiert? Der Schokolade wurde jetzt so gut. Oh nein. Das ist ja furchtbar. Ah. Warte hier, so. Das da, wir machen das jetzt ganz schlau. So, das hier und so. Dann habe ich schon mal die komplette Rüstung wieder voll. Dann. Gib mir Blöcke, Bruder. Ich
brauche alle Blöcke, die du mir geben kannst. Du musst immer aufpassen, wie viel Zeit du in das Neuausrüsten investierst und was du halt investierst. Ha. Weil oft gehst halt in die Mitte, stirbst halt wieder direkt und verbringst jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten damit, die wieder komplett auszurüsten. Deswegen manchmal ist es einfach gut, billigste Sachen schnappen, rein, fertig. Mhm. Aber ich rüste mich jetzt immer noch mal schnell komplett aus. Heute noch am Bogen und dann gehe ich rüber. Zip. Da! Kommt einer? Nein, ich wurde getroffen. Ach so. Ah! Ich hab mich voll erschrocken gerade, Mann. Was machst du denn auf, Mensch? So, ich wollte doch nur einmal cool sein. Da kommt einer und der hat einen Bogen! Na ja. Ich kann nicht, ich bin zu langsam. Ich glaube, er trifft mich gerade. Okay, er zieht sich wieder zurück. Sehr schön. Ich bin noch viel zu langsam für dieses Spiel. Ich bin doch zu alt. Ach, so alt bist du nur auch nicht. Wie alt bist du? 26. Jünger als Nico. Ich musste gerade überlegen. Ne, ich hab das auch mal schon. Wie alt bist du denn jetzt nochmal gewesen? Ich will mal sagen, ich bin 21, aber das stimmt ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber das ist halt irgendwie so. Das ist so drin. Einfach seit ich 21 war, habe ich überlegt, hey, ich bin ja irgendwie 21 und. Oh, wo kommt der? Ach, das bist du. Hinter dir, Vorsicht, hinter dir! Wow, was? Ich hol ihn, ich hab ihn. Sehr schön, sehr, sehr schön. Oh, Rückzug, nein! Bin tot. Ja! Nein, unser Bett wurde zerstört. Nein! Ah! Ach, verdammt. Und damit bin ich halt auch gerade in den Tod gefallen. Tja, so schnell kann es gehen. So schnell passiert, dass man bei Bad War stirbt. Aber ich finde so als Unterstützung, das war eigentlich nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, dass wir dich weiter ins Finale schieben. Und dann gucken wir mal, wenn wir das Finale dann haben, was daraus wird, wer ist denn nun wert. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr noch Ideen habt, wen ich vielleicht noch testen soll, ob der für mich als Teampartner in Frage kommen würde. Schreibt einfach den Namen in die Kommentare und dann würde ich sagen, schaut bei Musician vorbei, den findet ihr unten natürlich in der Beschreibung. Und würde ich sagen, danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns im Finale. Hau rein, bis dann. Tschüss. Tschüss.